Hallo, mein Name ist Gamera und herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Ja, wir sind Partner. Also, wir haben jetzt eine Partnerin gefunden, die uns tatkräftig bei unseren Untersuchungen helfen will. Und Detective Shelby hilft. Ich bin gespannt, was sie uns so bringen wird. Wir gehen auf eine Party. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wo wir hingehen. Was tun wir hier eigentlich? Wir kommen wegen Gordy Kramer. Kramer? Oberboss von Kramer Construction? Sein Sohn. Er soll der Origami-Killer sein? Okay. Im Moment soll er nur ein paar Fragen beantworten. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das Audio irgendwie umgestellt wurde. Nee, ist eigentlich alles ganz okay. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass die Stimmen extrem schwanken. So, wir hören uns mal die Gedanken von Detective Shelby an. Dumme Idee, Lauren mitzunehmen. Ja, finde ich auch. Partner sind nichts für mich, nur um den blöden Brief zu bekommen. Ja. Aber manchmal muss man über Leichen gehen. Nee, ich hoffe nicht, dass hier was passiert. Ohne Ende. Gordy ist wohl ein bisschen paranoid. Der Sicherheitsmann hat sein Geld verdient. Scheinbar gibt es hier heute wirklich eine Party. Okay. Naja, gehen wir auf eine Party. Wir haben zumindest einen netten Partygast mitgebracht. Passt schon. Ich denke mal, dass wir uns vorher ein bisschen hier umgucken, ob da irgendwas Interessantes ist. Aber ich denke mal, eigentlich nicht. Hier stehen ein paar Autos, aber ich denke mal nicht, dass die interessant sein könnten. Wir haben ja auch kein Kennzeichen oder sowas von dem Origami-Killer, deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt einfach mal reingehen. Wir scheinen ja irgendwie eine Einladung zu haben. Alter, was eine Party! Ja, das gefällt mir doch. Was für ein Palast! Der muss im Geld schwimmen! Ja, scheinbar. Alter. Lassen Sie uns später über Kramers Deko hin. Bleiben wir lang hier? Ich find's hier irgendwie unheimlich. Ich find's hier irgendwie cool. Kramer, Sie bleiben so lange hier. Okay? Okay. Sie sagen, wenn ich helfen kann. Okay. Hi, ich bin Scott. Ich suche Gordy. Wo ist er? Alter. Sehr freundlich. Ich denke mal, dass wir einfach mal einen Security-Typen fragen oder so. Nee, dem sagen wir auf jeden Fall nicht hallo. Irgendwem, der ein bisschen besser wirkt. Vielleicht einfach dem Typen hier. Oder den. Wobei, der hängt auch schon so rum, ne? Haben Sie Gordy gesehen? Sorry, nein. Komm. Schnappen wir uns mal einen Whisky, passt schon. Warum fragen wir nicht einfach ihn? Whisky, pur. Haben Sie Gordy gesehen? Wie willst du Gordy? So. Ab dafür. Uah. Geiles Zeug. Sehr schön. Ich denke mal, dass wir einfach mal irgendwo einen Security-Mann oder sowas fragen. Der ist mir ein bisschen zu besoffen. Der tanzt ein bisschen rum. Ah, da steht einer, glaube ich. Ich glaube, ich habe einen gesehen. Da vorne. Wir gehen einfach vorbei. Verzeihung. Hey, kein Zutritt hier oben. Okay. Hey, sag einfach, dass Scott Shelby ihn sprechen will. Okay? Du fängst an, mich zu nerven, Mann. Verpiss dich, oder ich werd sauer. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Okay, die dürfen anscheinend keinen durchlassen. Die zwei Gorillas und mein Besuch bei Gordy, das geht nicht zusammen. Ich muss sie irgendwie loswerden. Okay. Wir müssen irgendwie eine Schlägerei, glaube ich, machen. Jemanden zu finden, der nicht sturzbesoffen oder high ist, wäre ein Wunder. Und ich bräuchte jetzt eins. Wird nicht einfach, Gordy hinter der Mauer von Berufsschlägern zu finden. Warum ist die gottverdammte Musik so laut? Ja, das frage ich mich aber auch. Ich kann mich selbst nicht denken. Ja, ich auch nicht. Alkohol, Weiber und Koks. Gordy Kramer scheint ein Partylöwe zu sein. Ja, das stimmt. Okay, ich
muss Gordy Kramer finden. Eine Schlägerei. Verlockend, aber keine gute Idee. Warum nicht? Zu viel schlagkräftige Verstärkung hier. Aber wir können... Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Wir können aber eine Schlägerei initiieren und dann die Wachen ablenken, oder? Wie schaut's denn damit aus? Wir gehen einfach mal zu unserer Tante, unserer Partnerin. Vielleicht hat die eine Idee. Ich denke mal, sie ist solche Partys auch eher gewohnt als unser alter, dicker Bär hier. So, aber wo ist sie? Alter, die Party ist auf jeden Fall eskaliert. Ich setze mich mal dahin. Mal gucken, was die Dame macht. Gar nichts, alles klar. Okay, schade. Ja, wo ist denn unsere Freundin? Was ist denn mit ihr los? Wo versteckt die sich? Ich geh mal hier kurz rein. Nö, da ist nichts. Alles klar. War wahrscheinlich sogar der Eingang. So. Wo ist die denn jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, da hinten, oder? Ja, da sitzt sie. Okay. Jetzt pass auf. Jetzt bin ich gespannt. Was ist denn jetzt mit Gordy? Er ist oben. Zwei Gorillas stehen im Weg. Soll ich das regeln? Ja. Was wollen Sie machen? Mit den Pumps den Popo versohlen? Ich regle das. Seien Sie nur Startler, sobald die wechseln. Okay, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht ist es doch gut, sie als Partnerin zu haben. Wie gesagt. Hey, Lauren. Sie kennt sich mit sowas aus. Alles klar. Na, so richtig gut klappt es. Nicht. Okay, es hat ziemlich gut sogar geklappt. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir irgendwie an den Gorillas vorbei. Hat sie sehr, sehr gut gemacht. Gott sei Dank. Gute Dame. So, und jetzt gehen wir einfach hoch. Ah, oh, wie wunderbar das geklappt hat. So, jetzt bin ich gespannt, wer Gordy ist und was er so macht. Das hört sich jetzt gerade ganz komisch an, was er da macht. Aber vielleicht war das einfach nur Lauren, die man da gehört hat. Wir müssen sie ausschalten. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier oben rein. Da werden wir wahrscheinlich Gordy antreffen, oder? Ja. Sieht sehr danach aus. Wobei. Ja, okay. Das ist eine sexy Party hier. Aber warum guckt er Fernsehen, während sich die anderen... Mr. Kramer. Naja. Jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Na? Alter, ich glaube, ich muss den Fernseher ausmachen. Das ist ja nicht aushalten. Aber was ist mit ihm los? Zwei heiße Mädels neben ihm auf dem Sofa und er guckt Fernsehen. Er guckt irgendeine Zeichentrickserie. Also irgendwas stimmt doch mit ihm nicht. Komm, wir bleiben einfach hartnäckig. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ja, wir bleiben mal sachlich. Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen.
Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Ich bin mal skeptisch. Ich weiß nicht. Ihre Geschichte zieht einfach nicht. Sie reden einen Haufen Schwachsinn. Sagen Sie mir einfach die Wahrheit. Jetzt bin ich gespannt. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser, ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Bin gerade ein bisschen baff. Der Befragung. Ich bin gerade extrem baff. Mit dem Clown. Oh shit. Alter, das ist manchmal echt mega gemein. Oh Mann, 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 Mann. Sehr schön. So, und. Da, sehr gut. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Nein. Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich. Alles klar. Ich glaube, wir sind an einer heißen, wirklich, wirklich heißen Spur. So richtig koscher finde ich den aktuell wirklich nicht. Wirklich nicht. Also es wirkt sehr, sehr krass. Und damit sind wir wieder bei Norman Jaden, unserem... Nee, das ist Ethan. Damit sind wir wieder bei Ethan. Oh Mann, ich verwechsel die immer in diesem Bild. Und das ist Mittwoch, 19.42 Uhr. So, wir steigen aus. Wir sind dann ja beim zweiten Hinweis. Mal gucken, was uns hier erwartet. Was will uns der Origami-Killer jetzt sagen? Ich bin gespannt und ich hoffe ihr auch. Das sieht nach einer großen Fabrik aus. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es ein E-Werk war. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Versuchen wir mal, die Tür hier aufzukriegen. Komm schon, du kriegst es auf. Komm. Nee. Das ist eher mager. Okay. Gucken wir uns mal die Umgebung an. Vielleicht finden wir da irgendwas Sinnvolles. Wo wir rüberkommen können. Ja, ihr seht schon, das dürfte ein E-Werk tatsächlich sein. Ja, da drückt mich meine Erinnerung jetzt nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hier rum. Ich weiß nicht, wie wir reinkommen. Ich kann mich erinnern, dass da irgendwo, glaube ich, ein Loch oder sowas war. Aber da müssten wir durch die... Nee, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nee, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nicht, dass wir da irgendwie einen Schlag kriegen oder so. Wir gehen einfach mal hier nochmal hin. Vielleicht kommen wir da besser rein oder so. Ah, ich weiß auch nicht. Ja, versuchen wir es mal hier. Da ist eine Tür. Okay, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Oder können wir hier nur gucken? Ja, wir können hier nur gucken. Wir müssen anscheinend da durch.
Ich hoffe, dass wir da nicht irgendwie einen Schlag kriegen oder sowas. Das wäre natürlich ziemlich bitter. So. Alle drei halten. Das finde ich immer ziemlich gemein. Aua! Das hat uns natürlich jetzt erwischt. Verdammt. Aber wir werden schon deswegen nicht verbluten. So, wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung. Die Dinger scheinen uns auf jeden Fall nichts zu tun. Hoffen wir es zumindest. Ja. So, hier ist ein Schmetterling, okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sogar vom Origami-Killer ist. So. Ich bin echt... Ich frage mich gerade, was wir hier suchen. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie ins E-Werk gelangen. Ich hätte ja so gerne den Hinweis gelesen, aber egal. Machen wir das Ding erstmal auf, komm. Drück und drück. Komm schon, du schaffst das. Ja, Gott sei Dank. Das ist geschafft. Und? Oh nein. Okay. Er legt hier tatsächlich Fallen aus, sozusagen, und Hilfen. Das ist natürlich extrem hart. Dann gucken wir uns das mal an. Hopp. Okay. So, das ist auf jeden Fall... Oh, ich hab doch geschüttelt. Das ist auf jeden Fall ein Weg, wo wir reingehen müssen, denke ich. Und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. Ash, I want you to assign every available man to finding Ethan Mars. To keep an eye on the train stations, the airports, the bus terminal. I want every cop in the city on his ass. So that if he moves, we know about it. Station.